Herzlich willkommen bei Börse Saisonal. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben exzellente Anlageentscheidungen getroffen. Der Aktienmarkt ist ja unglaublich spannend und deswegen wollen wir heute die Fundamentaldaten unter die Lupe nehmen. Was steckt wirklich hinter den Kursen? Wie viel Substanz ist da? Und müssen wir immer noch einen Crash befürchten? Das ist ja die große Angst im Moment am Aktienmarkt. Und ganz am Ende werden wir uns noch zwei andere wichtige Daten anschauen, die etwas Licht ins Dunkle bringen. Alles gleich nach dem Intro. Schauen wir uns die Fundamentaldaten an, also wie viel Substanz ist denn hinter dem Markt? Da müssen wir als erstes natürlich ganz nach der Methode nach Benjamin Graham, so wie es auch Warren Buffett macht, den Zins angucken, stellvertretend für den Wert des Geldes. Und wenn wir global sehen, ist der wichtigste Zins immer in den USA und die 10-jährige Staatsanleihe für Anleger, die länger anlegen wollen, ist hier das wichtigste Instrument und hier haben wir im Moment 4,07% beim US Treasury, 10 Jahre Laufzeit, und das ist gestiegen. Letzten Monat hatten wir noch 4,68, also da ist schon etwas passiert nach oben. Deswegen auch der Aktienmarkt in Aufruhr, wobei wir auch einen Tag hatten, da sind Zinsen und Aktien hoch, was relativ ungewöhnlich ist. Dann haben wir natürlich die Inflationsrate, die spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Das heißt, wie werden die Konsumgüter denn teurer? Das heißt, Geldwertverlust, wenn ich Geld rumliegen lasse, das ist bei 6,4%. Und wie immer und wie üblich schaffe ich es mit dem risikoarmen Zins einer Staatsanleihe. Hier kann man bei einer US-Staatsanleihe auch gerne von risikofrei reden, schaffe ich es natürlich nicht, die Inflationsrate zu schlagen. Nachdem ich den Zins ja auch noch versteuern muss, habe ich hier ungefähr die Hälfte, also um 3% Wertverlust, Kaufkraftverlust, wenn ich das Geld in eine US-Staatsanleihe anlege. Für uns Europäer ist es nicht so interessant, weil hier habe ich ja noch Währungseffekte zu hedgen. Dann schauen wir uns an, etwas besseren Zins, das heißt, was ist, wenn ich eine Unternehmensanleihe kaufe mit einem BBA-Rating, das heißt, hier habe ich eine Ausfallquote, die ist nicht sehr hoch, aber hier habe ich schon Risiken, dass eventuell das Unternehmen dieses Wertpapier nicht zurückkauft und ich Verluste erleiden muss. Hier bekomme ich 5,59% und auch hier immer noch kein Ausgleich für den Kaufkraftverlust. Ja. Wenn ich das versteuere noch, dann liege ich ungefähr um 1,5% unter dem Kaufkraftverlust. Auch hier schaffe ich es nicht, die Inflation zu schlagen. Kommen wir zur Aktienrendite. Wer nicht weiß, was das ist, hier wird einfach der Gewinn genommen pro Aktie durch den Kurs der Aktie und dann habe ich praktisch prozentual, wie sich der Gewinn zu meinem Einkaufskurs hält. Und ich gehe davon aus, dass so auch die Werte des Unternehmens wachsen. Da bin ich jetzt bei 6%, 6,06%. Auch hier schaffe ich es ganz knapp, die Inflation, aber nicht ganz, denn ein Teil der Gewinne, Dividenden müssen ja versteuert werden, aber deutlich weniger. Also ein bisschen Steuer müsste ich abziehen. Das heißt, hier bin ich knapp unter 1% unter der Inflation, Kaufkraftverlust. Selbst mit Aktien nicht. Was aber sehr schön ist, das Eigenkapital der Aktiengesellschaften rentiert sich. Hier sind wir bei über 15%, 15,2%. Die sind weit über den Anleihenzinsen. Insofern ist in der Wirtschaft im Moment nicht die große Gefahr, dass jetzt Unternehmen die Zinsen nicht zahlen können, dass wir hier irgendwie Verwerfungen bekommen. Also das ist schon mal ganz gut. Aber es ist ganz klar, wenn wir im Moment anlegen und einen Inflationsausgleich wünschen, den Kaufkraftverlust aufholen möchten, vielleicht noch was obendrauf, dann geht es nicht mit Standardaktien. Ich muss mir was überlegen, ich muss kleine Aktiengesellschaften nehmen, ich muss bei der Aktienauswahl schauen, dass ich hier eine höhere Aktienrendite bekomme, ein besseres besseren KGV-Einkauf, und die Chancen gibt es. Das ist ja hier eine Marktanalyse. Wir haben sehr, sehr viele Aktien, die unterbewertet sind. Wir haben sehr, sehr viele Aktien, die Wachstumsraten haben. Nur damit schaffen wir es im Moment. Inflationsausgleich langfristig sowieso. Machen wir einen Sprung nach Europa, nach Deutschland.
Denn das ist zwar der internationale Markt, der sehr, sehr wichtig ist, aber wir sind in Europa zu Hause und da ist das Zinsniveau etwas anders und auch die Wirtschaft ist anders. Flippen wir mal rüber. Dann haben wir in Deutschland die deutsche Staatsanleihe, 10 Jahre Laufzeit, der Bundesschatzbrief, das Bundesschätzle, wie wir so schön sagen, 2,68%, also deutlich unter dem Niveau in den USA und eine viel höhere Inflationsrate. 8,8%, 8,7%, das ist natürlich ganz, ganz viel. Moment, ich muss hier eine kleine Korrektur vornehmen, 8,7%. Das heißt, der Unterschied ist deutlich größer. Wir haben hier in Europa viel mehr Kaufkraftverlust als in den USA oder weltweit überhaupt. Wir sind hier an der Spitze, weil das Zinsniveau so niedrig ist und die Inflationsrate so hoch. Das heißt, sie verlieren im Moment mit der deutschen Staatsanleihe locker 6% pro Jahr und das sind dann doch, das ist schmerzhaft. Wie sieht es mit den Unternehmensanleihen aus? Auch hier sind sie weit weg von der Inflationsrate. Sie verlieren hier immer noch an die 4% Kaufkraftverlust, wenn sie in Unternehmensanleihen gehen mit Ausfallrisiko. Allerdings die Aktien, und das ist das Schöne in Europa oder in Deutschland, die Aktien sind niedriger bewertet. Das heißt, ich kaufe günstiger ein, es sind mehr Gewinne für den Kaufkurs da. Mit 8,8% schlage ich tatsächlich mit der Aktienrendite mit deutschen Aktien die Inflationsrate, die wir hier in Deutschland haben. Und das ist ganz ordentlich. Da ich ja nur einen ganz kleinen Teil versteuern muss, bin ich hier fast gleich auf. Also mit Standardwerten Aktien geht es und wenn Sie noch ein paar kleine Unternehmen dazu mischen, noch ein paar Branchen, dann schaffen Sie es tatsächlich mit dem ordentlichen Aktienportfolio auch die Inflationsrate zu schlagen. Wollen Sie weniger Risiko, dann müssen Sie Kaufkraftverlust hinnehmen. Was sich deutlich verbessert hat zum letzten Monat ist die Eigenkapitalrendite der Unternehmen. 15,5% wie in den USA, das war letzten Monat noch bei 12%. Das liegt, obwohl die Kurse ja angehoben sind, liegt es daran, dass sich das Eigenkapital verbessert hat. Die Gewinnsituation hat sich auch ein bisschen gebessert. Das heißt, die Kurse sind zwar etwas gestiegen seit letzten Monat, aber die Gewinne sind deutlicher gestiegen und die Eigenkapitalquote hat sich auch verbessert bei den deutschen Unternehmen. Und deswegen haben wir jetzt eine hochinteressante Eigenkapitalrendite, spricht für Deutsche, allerdings auch, wenn man Europa anguckt, für europäische Aktien im Moment. Das heißt, wenn Sie da einsteigen oder da schon investiert sind, dann werden Sie es mit hoher Wahrscheinlichkeit schaffen, in den nächsten 5 bis 10 Jahren die Inflationsrate auch deutlich zu schlagen und tatsächlich einen Wertzuwachs generieren zu können. So sieht es im Moment die fundamentale Welt aus. Nicht so schlecht, nicht so gut. Ja, also die Inflationsrate ist nach wie vor das große Thema und natürlich, was die Notenbanken unternehmen, solange die Inflationsraten hoch sind, müssen die Notenbank den Zins hoch machen, müssen die Geldmenge verknappen und das ist immer schlecht für den Aktienmarkt. Und deswegen sind im Moment auch gar nicht so viele Investoren aktienfreundlich. Und das schauen wir uns an, denn das hat sich deutlich verändert zur letzten Analyse. Ich springe mal rüber in den Browser. Da wollen wir uns aber erst noch die Umfrage angucken. So. Zur letzten Woche, da hatten wir noch 44,8% Pessimisten, da haben wir immer noch 41,7%, die gestern bei der Umfrage in Amerika, die amerikanischen Investoren gesagt haben, sie glauben, dass in den nächsten 6 Monaten die Kurse fallen werden. Die Optimisten, das hat sich ein klein bisschen verbessert von 23,4 auf 24,8. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber eine kleine Verbesserung. Die Mitte macht ungefähr ein Drittel aus, die neutral ist und sagt, ja, keine Ahnung, hoch, runter, weiß nicht, bleibt wahrscheinlich gleich. So, das hat sich verändert, aber immer noch wahnsinnig viel Pessimisten. 41% Pessimisten und 33% Neutrale, das macht 2/3 der Befragten, sind eher negativ oder neutral gestimmt, glauben nicht an steigende Aktienkurse. Und das macht sich auch hier bemerkbar, denn die Analyse haben wir vor 2 Wochen gemacht, da waren wir noch hier oben, nämlich wie sind denn die amerikanischen großen Investoren, Hedgefonds, Fonds, Vermögensverwalter, wie sind die investiert, wie viele Aktien haben die denn? Und wir sehen hier, seit der letzten Umfrage ist die Aktienquote deutlich gesunken. 57% haben wir noch analysiert.
dass es auf 47% runter. Letzte Woche am 1. März, da haben wir ja die saisonale Analyse gemacht. Wenn Sie es nicht gesehen haben, gucken Sie sich das Video ruhig an. 47% Investition März, 1. März. Und jetzt ist ein bisschen nachinvestiert worden, 60%, 13% Aktienquote. Die Aktienquote liegt derzeit bei 60%. Und da sieht man schon, okay, hier ist noch viel Luft drin. Das heißt, es ist noch ganz viel Geld da im Moment in Amerika. Und da reden wir von Hunderten von Milliarden, wenn nicht mehr, wenn es nicht richtig in die Billionen geht, wenn man alle Fonds zusammenzählt, die auf eine Anlagechance warten, auf ein Zeichen warten, auf den Rückgang der Kurse warten. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir einen Crash kriegen. Ich glaube, die Gefahr ist vom Tisch, die Stimmung ist zu schlecht. Ein Crash, ein großer Crash kommt meistens, wenn die Stimmung ganz gut ist, alle investiert sind und dann kommt eine schlechte Nachricht. Dann kommen die Kurse meist zurück. Im Moment ist die Stimmung viel zu schlecht und da können Sie sämtliche Barometer angucken. Und die Aktienquote ist zu gering bei den Investoren. In Europa sieht es genauso aus. Wir haben letzte Woche noch 45% Aktien bei den flexiblen globalen Mischfonds in ganz Europa gehabt. 45%. Die Fonds können auch 100% fahren, haben aber weniger als die Hälfte und haben jetzt im März nicht aufgesattelt. Die warten immer noch. Das heißt, es gibt wahnsinnig viel Geld auf der ganzen Welt, die steigenden Kurse nicht mitgemacht haben seit Anfang Januar. Manche sind eingestiegen, aber viele haben jetzt den März oder Ende Februar auch nicht mitgemacht und gucken der Rendite hinterher. Und die sind unter Zugzwang. Wenn die Kurse nicht runterkommen, müssen die auch investieren und in den sauren Apfel beißen und zu höheren Kursen einkaufen. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir einen großen Crash kriegen können. Da ist zu viel Geld da, das sofort einsteigt, wenn die Kurse ein bisschen fallen. Haben wir jetzt ja auch schon gesehen. So, das ist meine Markteinschätzung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen dabei helfen. Und nochmal dazu sagen, deswegen auch ein Disclaimer, das ist keine Anlageberatung und ich möchte Sie nicht motivieren, ständig ein- und auszusteigen. Es ist nur einfach schön, Bescheid zu wissen. Wenn Sie das Video angucken, ich habe ja jetzt die Woche auch ein Video gemacht zu Fonds, ETFs. Das ist auch ganz interessant, denn viel wichtiger ist nicht, ob Sie ein- und aussteigen, sondern viel wichtiger ist, dass Sie eine Anlagestrategie sich aussuchen, die zu Ihnen passt und bei der müssen Sie bleiben. Aber für Investoren, die noch zu viel Geld haben, zu viel Bargeld und nicht wissen, wohin, für die ist natürlich die Information sehr wichtig. Jetzt einsteigen, aber welche Märkte, das ist natürlich jetzt die spannende Frage. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald, Ihr Thomas Hupp.